Einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was mir persönlich zu einem Fundament meines Glaubens geworden ist. Und wenn ich sage Fundament, dann meine ich etwas, was mir massiv wirklich wichtig ist, worauf ich ganz viele Entscheidungen baue, gerade was so mein Leben mit Jesus und meinen Alltag mit meinen Mitmenschen betrifft. Ich hoffe wirklich sehr, und das ist auch mein Gebet, dass das, was ich heute sage, dass das für dich eine lebensverändernde Kraft wird, wo du sagst, da klammere ich mich dran und das nehme ich auch für mich an. Diesbezüglich lesen wir eine Bibelstelle und du wirst sagen, oh, diese Bibelstelle kommt mir bekannt vor, die hat ja etwas mit den Dingen zu tun, die du in den letzten Wochen schon besprochen hast. Wir lesen die Passage aus Matthäus 5, 23 und 24 und die werden wir uns dann mal so ein bisschen aufsplitten. Wenn du also du, damit spricht Jesus dich und mich an, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar und geh und versöhne dich mit deinem Bruder und danach komm und bring deine Gabe da. Es passiert häufig, dass man im Kontext von Wut und Zorn und unbedachten Worten, dass dann Sünde passiert. Und wenn all das da ist, dann schiebt man manchmal gerne die Klärung auf. Versöhnung, Vergebung. Man denkt sich, naja, wird schon. Und dabei stützt man sich oft auf zwei Phänomene. Einmal auf die Urknalltheorie und einmal auf die lange Bank. Was meine ich mit Urknalltheorie? Irgendwie, es knallt zwischen zwei Menschen oder es passiert etwas vor Gott, was nicht hätte passieren dürfen, also richtig mit Dampf. Und dann glauben wir, dass wie bei der Urknalltheorie aus diesem Chaos irgendwann mal, wenn wir lange genug warten und nichts machen, etwas Wunderschönes passiert. Und eine wunderbare Welt, die daraus wird, eine friedliche Welt. Kennt ihr doch, oder? Diesen Gedanken. Also ich glaube, die Urknalltheorie funktioniert nicht so, weil ich glaube, umso länger man wartet, desto verkrusteter wird die Beziehung. So, dann das zweite Phänomen ist die lange Bank. Ihr seht hier eine lange Parkbank. Eigentlich müsstet ihr euch diese lange Bank in einem Gerichtssaal vorstellen aus alter Zeit. Daher kommt nämlich dieser Spruch, die lange Bank. Bevor die Akten, die zu verhandeln waren, auf dem Schreibtisch des Richters landeten, lagen die erstmal auf einer langen Bank und dann wurde immer hinterhergeschoben. Und wenn man auf etwas keine Lust hatte, dann hat man die Akte genommen und dann wieder nach hinten gepackt. Sagt, irgendwann kümmern wir uns um die ganze Geschichte. So, lange Bank. Und wir sind Künstler darin, ich sage wir sind Künstler darin, Dinge aufzuschieben, zu verdrängen, zu sagen, morgen. Aber gerade bei Konflikten und Sünde sollte das nicht so sein. Warum? Weil Jesus für uns sich eine Auferstehung wünscht in Sachen Beziehung und Jesus wünscht sich auch, dass wir Frieden und Freiheit erleben. Er sagt Dinge für uns auch. Ja klar, zur Ehre Gottes, aber auch für dich und für mich. Das heißt, Jesus möchte, dass wir diese Akte schnell nach vorne holen und er möchte nicht, dass wir das Lieblingsmöbelstück des Teufels, die lange Bank, in unserem Wohnzimmer stehen haben, die uns immer wieder daran erinnert, da ist etwas, was noch aufgeräumt werden muss. Und jetzt könntest du denken, naja gut, ja da war ein Konflikt, ja da habe ich was gemacht, was ich nicht hätte machen dürfen. Aber ich habe doch gar kein Problem mehr damit. Und wenn der andere ein Problem damit hat, dann ist es sein Problem, nicht mein Problem. Kennt ihr das? So kann man denken, klar, wenn man vielleicht eine Sache schon irgendwie gut verarbeitet hat, aber was ist mit dem anderen? Der ist uns eigentlich egal. Aber Jesus sagt hier ganz bewusst, Matthäus 5, 23, und wenn dir dann beim Opfern, und wir
ich erkläre gleich diese ganze Opferpraxis. Wenn dir beim Opfern dort einfällt, dort, in dem Moment, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, nicht, dass du etwas gegen ihn hast, dass der vielleicht noch irgendwas haben könnte, was ihn belastet, dann musst du deine Sache klären. Das heißt, Jesus macht hier deutlich, wie wichtig es ihm ist, dass wir auf die Gefühle des anderen Rücksicht nehmen. Und auch darauf, ob dieser Mensch geklärte Verhältnisse im Herzen hat, Frieden im Herzen hat, mit Frieden vor Gott kommen kann und somit nicht das fünfte Gebot übertritt. Weil das fünfte Gebot, da heißt es ja, du sollst nicht morden. Jetzt stell mir vor, wir hinterlassen einen Bruder, eine Schwester, unseren Nächsten, unseren Partner zornig. Dann wird er doch verführt, im Herzen Wut anzustauen, irgendwann mal Worte zu sagen, die er nicht sagen soll, und somit zu sündigen. Und seine Beziehung zu Gott und vor Gott wird auch belastet. Jesus macht hier deutlich, nein, das darf nicht sein. Und wenn es an euch liegt, dann müsst ihr etwas tun. In welchem Zusammenhang steht denn diese Aussage von Jesus? Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst. Das habe ich überschrieben, diesen Punkt mit Opfern. Gaben opfern gehört zu einer Routine des Christen. Was meine ich damit? Und gucken wir mal an, was damals damit gemeint war. Also es war für jeden männlichen, erwachsenen, glaubensreifen Juden damals eine Pflicht oder eine Aufforderung, mindestens dreimal im Jahr zum Tempel zu pilgern nach Jerusalem. Ja, an den drei großen Festtagen, an Pessach, an Pfingsten und am Laubhüttenfest. So, und immer wenn sie dann dorthin gegangen sind, dann sollten sie auch eine Gabe bringen. Im Urtext hier ein Doron, ja, ein Geschenk der Ehre, ein Geschenk des Herzens, ein Geschenk der Freude, welches man Gott darbrachte. Ähnlich wie die Weisen aus dem Morgenland, als sie zu Jesus gekommen sind, diese Könige, was haben sie gebracht? Geschenke der Ehre, Geschenke der Freude, etwas ganz Besonderes, etwas ganz Kostbares. So, und diese Opfergaben, die man brachte, das waren dann entweder Opfertiere, dann gab es Pflanzenopfer oder auch Trankopfer. Was ist ein Pflanzenopfer? Feinstes Mehl zum Beispiel oder der beste Wein, den du besorgen konntest. Ja, oder Öl, gutes Olivenöl. Und diese Opfergaben, die waren verknüpft an einiges. Die waren verknüpft an Dankbarkeit, an Freude, an eine Gebetserhörung, an als Zeichen der Anbetung. Oder, dass man sagte, Herr, nimm dieses Opfertier stellvertretend für meine Sünde, auf dass ich nachher nach Hause gehe und Vergebung habe. Natürlich gab es auch Geschenke, also Opfergeschenk in Form von Liquidität, also Geld. Ja, Segenseuros wurden auch gebracht in den Tempel. Also geht es hier in dem, was Jesus beschreibt, erstmal um Folgendes, um eine routinemäßige Gottesbegegnung, die die Menschen haben sollten, mindestens dreimal im Jahr. Und bei dieser Begegnung mit Gott sollte man eine ehrerbietende Haltung haben und etwas bringen. So, das war Zeit des Alten Testamentes. Die Frage ist, gilt das auch für uns heute, zur Zeit des Neuen Testamentes? Ich glaube schon, denn für uns gilt ja auch die regelmäßige Aufforderung, Gott zu begegnen und ihm Gaben zu bringen. So, einmal auf persönlicher Ebene, ja, Jesus beschreibt das in Matthäus 6, wo er sagt, und wenn ihr betet, also Jesus geht davon aus, dass wir beten, dass wir die Nähe des Vaters suchen werden. Das ist ja auch eine Form, ich komme zu ihm, wie im Tempel damals. Oder auf gemeinschaftlicher Ebene und verlasst die Versammlungen nicht. Das heißt, trefft euch immer wieder, erlebt Gott zusammen. Ob das jetzt gerade auf dem Sofa ist, dass man sagt, wir sind zusammen als Familie und erleben Gott. Oder hier, wir, die große Gemeinde. So, worum geht es denn bei diesen Begegnungen, ob persönlich oder gemeinschaftlich? Doch auch um das, worum es damals ging. Anbetung, Freude, Bekenntnis,
Buße, die Bitte um Vergebung, Gemeinschaft, Segenseuros, ähnlich wie damals. Das heißt, Gottes Begegnung gehören zu unserem Alltag, so wie damals. Lesen wir den Text nochmal, Matthäus 5, 23. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst, also das ist klar, das sollen wir tun, und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring deine Gabe Gott dar. Das heißt, Jesus sagt, es gibt einen zeitlichen Rahmen für die Klärung des Konfliktes, der Buße für die Sünde, die man getan hat. Und wann soll das sein? Vor der nächsten Opfergabe, vor der nächsten Begegnung mit dem Vater. So, und stellt euch das mal damals bildlich vor, wie das abgelaufen sein muss. Du kommst aus deinem Dorf, du pilgerst bis nach Jerusalem, hast dein Opfertier dabei oder den Wein, das Öl, das Mehl und du bereitest dich innerlich darauf vor und dann stehst du da in der Schlange und du siehst, du kommst dem Priester immer näher, der dann irgendwann sagt, okay, jetzt gib mir die Gabe, die werden wir jetzt vor Gott opfern zu seiner Ehre. Und du bist dann irgendwann dran. Und dann fragt der Priester dich, lebst du nach dem Gesetz? Hast du dein Leben geordnet? Gibt es offene Rechnung? Gibt es etwas zu klären? Wenn ja, wenn da noch was zu klären ist, lass die Gabe liegen. Denn diese Gabe, wenn wir sie doch bringen, würde sie Gott nicht ehren. Sie wäre Verschwendung. Du bist den ganzen Weg eigentlich umsonst gegangen. Oder du klärst die Sache und kommst dann wieder. Dann wäre es ein Zeichen der Ehre. Jetzt stell dir das vor, du stehst da und der Priester fragt dich diese Frage. Und du merkst, dein Gewissen schlägt Alarm und sagt, ja, da ist noch etwas, was zu klären ist. Denkst du dann, peinlich, wenn das die Familie sieht, wenn das die Nachbarn sehen, wenn das die ganzen religiösen Leute sehen, was werden sie von mir denken? Ich bin doch der Schlimmste überhaupt. Und dann kannst du sagen, nee, ach was, weißt du was, egal. Ich tue einfach so, als ob nichts passiert wäre. Ich schauspiele dann ein bisschen und dann tue ich so, als ob alles gut ist. Oder der Mensch hatte dann Mut zur Demut und sagt, halt, Herr Priester, so kann ich nicht vor Gott kommen. Geht nicht. Ich muss erst was klären. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Priester dann gesagt hat, gut, mein Sohn, klär deinen Konflikt. Kommst später wieder, aber vergess nicht zu kommen. Ich warte hier. Ist doch für uns genauso. Die nächste Gebetszeit kommt, das nächste Abendmahl kommt, der nächste Gottesdienst kommt, das nächste Mal, wo wir in der Bibel lesen, um uns zu stärken, um Gott besser kennenzulernen, kommt. Also gibt es auch für uns den Moment vor der Gottesbegegnung, wo das Gewissen sagen kann, halt, geh diesen Weg nicht weiter, es sei denn, du klärst etwas. Ich frage dich und mich bewusst, wofür entscheiden wir uns, wenn das Gewissen sagt, stopp? Peinlich? Einfach weitermachen? Oder Mut zur Demut und zu dem Segen, der dann folgt? Ganz egal, wofür wir uns bisher entschieden haben. Wir fangen immer wieder neu an. Für mich ist es so, wir fangen immer wieder neu vor Gott an. Jesus sagt uns heute, und vielleicht war das noch nie so richtig in deiner Praxis drin, Jesus sagt uns heute, es gibt nur eine Option. Und die Option heißt, lass liegen. So richtig lassen. Geh weg, klär das. Und dann komm wieder. Das ist die einzige Option, die Jesus gibt. Und Jesus lebt ja in einer Zeit, wo den Menschen auch ganz
deutlich bewusst war, was es hieß, wenn man mit ungeklärten Situationen vor Gott trotzdem kam und geschauspielert hat. Und ich lese uns diese Passagen einmal vor aus dem Alten Testament, wo wir merken, da steckt eine Tiefe hinter, die wichtig ist, damit wir dieses Thema auf keinen Fall in Zukunft zu locker sehen. Erstmal Hosea 6, Vers 6. Da spricht Gott durch den Propheten und sagt, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes, an der Ehre Gottes und nicht am Brandopfer. Hier wird die Reihenfolge gezeigt. Oder Jesaja 1, Verse 11 bis 17, sehr harte Worte, aber ernst. Der Herr fragt, was soll ich mit euren vielen Opfern anfangen? Ich habe genug von euren Schafböcken, von dem Fett eurer Mastkälber, das Blut eurer Opferstiere ist mir zuwider, sei es von Stieren, Ziegenböcken oder Lämmern. Ihr kommt zum Tempel und wollt dort in meine Gegenwart treten. Doch in Wirklichkeit zertrampelt ihr nur meinen Vorhof. Hat irgendjemand das von euch verlangt? Hört endlich mit diesen nutzlosen Opfern auf. Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Ihr feiert bei Neumond und am Sabbat. Ihr kommt zu den Gottesdiensten und den jährlichen Festen zusammen, aber ich verabscheue sie, weil ihr an euren Sünden festhaltet und die Dinge nicht bereinigt. Darum hasse ich all diese Festversammlungen, sagt Gott. Sie sind mir eine Last. Ja, sie sind für mich unerträglich geworden. Streckt nur eure Hände zum Himmel, wenn ihr betet. Ich halte mir die Augen zu. Betet so viel ihr wollt. Ich werde nicht zuhören, denn an euren Händen klebt Blut. Wascht euch, reinigt euch von aller Bosheit, lasst eure Gräueltaten, hört auf mit dem Unrecht, lernt wieder Gutes zu tun. Sorgt für Recht und Gerechtigkeit, tretet den Gewalttätern entgegen und verhelft dem Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Helft dem, der schwach ist. So spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Ich zeige euch meine Lösung aus, sagt Gott. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Wenn ihr mir von Herzen gehorcht, dann könnt ihr wieder die herrlichen Früchte eures Landes genießen. Wenn ihr euch aber weigert, euch weiter gegen mich stellt, dann werdet ihr dem Schwert eurer Feinde zum Opfer fallen. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Johannes, 1. Johannes 4, da spricht der Freund von Jesus und schreibt uns Folgendes. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, von Jesus, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Und jetzt könntest du denken, hey, deshalb, oder jetzt verstehe ich, warum es sich manchmal für mich so anfühlt, als ob ich in der Gegenwart Gottes eine Einbahnstraße erlebe, wo Gott zu mir gar nicht redet. Als ob zwischen mir und Gott eine dicke Wand ist. Und warum es mir auch schwerfällt, die Gemeinschaft zu suchen, weil da irgendetwas ungeklärt ist und ich merke, Gott und ich, wir sind ganz weit weg. Ich lese eine weitere Textstelle aus Jesaja 59, die Verse 1 und 2. Da sagt Gott auch so sehr provokativ, er sagt, meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen? Oder der Herr sei taub und könnte euren Hilferuf nicht hören? Nein, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Wisst ihr, ich kenne diese Mauer. Ich spreche mal von mir. Ich kenne diese Mauer, an der ich mir zigmal den Kopf gestoßen habe. Weil ich versuchen wollte, trotz der ungeklärten Situation Dinge zu tun, Gott zur Ehre, Gott zu begegnen, von ihm eine Antwort zu erwarten,
aber ich habe gemerkt, oder Gottes Geist zeigte mir, da ist etwas, was nicht ganz sauber ist. So, wenn man es denn verstanden hat. Es gab Momente, wo ich zum Beispiel zu meinen Vorgängern, zu George oder zu Jürgen damals, mit denen ich ja lange zusammengearbeitet habe, habe ich gesagt, Brüder, ich kann Sonntag nicht predigen. Ich kann am Freitag nicht die Jugendstunde halten. Es würde Gott nicht ehren. Ich lebe gerade in einem Zustand von ungeklärten oder unordentlichen Verhältnissen. Seht's mir nach, es ist ja kurzfristig, aber es ist gerade was passiert. Ich will so vor Gott nicht kommen. Es würde überhaupt nichts bringen. Gar kein Segen. Ja klar, wir übernehmen für dich. Und ähnlich war es andersrum. Ich kann es nicht mehr. Ich will es auch nicht mehr. Wenn mir Dinge bewusst werden. Manchmal sind einem Dinge nicht bewusst. Und dann macht man weiter. Aber irgendwann, wenn der Geist Gottes zeigt, hey, da ist was, dann geh den Weg. Oder meine Frau kann es euch bestätigen, wenn ich nicht gut gehandelt habe, dann wollte ich schon los mit dem Auto. Manchmal bin ich losgefahren, ohne das zu klären, und dann bin ich ohne Frieden gefahren. Meine Frau hat auch keinen Frieden. Aber die Momente, wo Gottes Geist dann redet und sagt, hey, so geht's nicht, steig aus dem Auto wieder aus, geh zu deiner Frau und sagt, das war falsch, ich habe dich verletzt, bitte verzeih mir. Vielleicht hat man in dem Moment nicht alles geklärt, aber das war schon mal die Basis dafür, am Abend vielleicht nochmal in Ruhe und mit mehr Frieden über die Thematik zu sprechen. Wenn ich losgefahren bin ohne Frieden, da hatte ich das Gefühl, die Gebete, die kleben am Schiebedach. Und auch wenn ich das Schiebedach aufgemacht habe, die Gebete sind nicht rausgeflogen. Sie blieben dort und es hat mich auch irgendwo erdrückt. Und deswegen sage ich, ich möchte so nicht vor Gott kommen. Und jeder, der mich kennt und weiß, wenn es etwas zu klären gibt, gerne am liebsten sofort. Weil ich vor Gott so nicht kann. Ich will es nicht mehr. Mein Mentor, einer meiner Mentoren, da gab es oft den Moment, wo ich gefragt habe, wo warst du heute? Ich habe dich im Gottesdienst gar nicht gesehen. Ich habe dich vermisst. Da ging nicht. Ich konnte nicht kommen. Ich sage, warum nicht? Ich hatte was mit meiner Frau zu klären. Ich musste erstmal spazieren gehen, mit Gott reden, mein Gewissen, Buße tun und all sowas. Und ich dachte, das ist eine gute Haltung. Aber danach kam er wieder. Wisst ihr, was nämlich passiert, wenn man Dinge manchmal klärt? Dann denkt man, oh, jetzt bin ich so schlimm und jetzt habe ich Buße getan, jetzt habe ich vor Gott und jetzt habe ich es geklärt. Jetzt sollte ich nicht mehr vor Gott kommen. Ich muss mich noch lange schämen dafür. Nein, musst du nicht. Du kannst stolz auf dich sein, wenn man Dinge klärt. Du kannst dich freuen, weil geordnete Verhältnisse, die führen doch immer zu Frieden. Ja, wie es im Text von Jesaja 1 steht, da heißt es doch, Entschuldigung, Jesaja 59, nein, Jesaja 1, was sage ich da? Da heißt es doch, wenn ihr die Sachen klärt, werdet ihr die Früchte des Landes genießen. Das war ein Zeichen der Freude. Wenn ihr aber so weitermacht wie bisher und die Sachen nicht klärt, da heißt es, da werde ich euch das Schwert des Feindes schicken. So, und bei ungeklärten Verhältnissen ist nichts mit Freude. Das ist getrübt alles. Das Schwert, das schneidet immer wieder und belastet jede Lebenssituation und lässt dich gar nicht mehr frei atmen. Deswegen wäre mein Tipp an uns alle und auch an mich selbst immer wieder, klär die Sachen lieber früher. Weil wenn du sie früher klärst, haben erstens zwei Leute dann Freude. Du und der Mensch, mit dem das Problem ist. Und wenn du entscheidest, die Sache heute zu klären, dann machst du dir nicht die nächsten 3 Monate kaputt. Weil das Problem ist ja da. Man schiebt es nur irgendwie immer vor sich her. Aber wenn du es gleich klärst, dann hast du schöne nächste 3 Monate mit Frieden. Ist deine Entscheidung. Und ich frage mich auch, wie wirksam ist auch unser Dienst vor Gott? Wie groß oder wie sehr wirkt unsere Gabe vor Gott, wenn wir Dinge nicht klären? Deswegen, das ist der dritte Punkt.
Wenn du die Sache angepackt hast, wenn Versöhnung stattgefunden hat, dann sowieso komm und bring deine Gabe. Aber auch wenn du die Versöhnung angestrebt hast, wenn du versucht hast, wenn du deine Hand ausgestreckt hast, dann komm trotzdem, weil du kannst ja nicht noch mehr beeinflussen, wie der andere darauf reagiert. Wenn er sagt, nö, erst in 3 Jahren werde ich dir sagen, dass wir Frieden haben, dann kannst du 3 Jahre nicht dienen, vor Gott kommen, wäre auch nicht gut. Also wir strecken unsere Hand aus oder erleben Versöhnung und dann sollen wir sind aufgefordert von Jesus, wieder unsere Gaben zu bringen und die Gottesbegegnung von ganzem Herzen zu suchen. Und jetzt überleg mal, wie es sich damals angefühlt hat, wenn dieser Mensch weggegangen ist vom Priester, seine Sache geklärt hat und dann vor dem Priester stand. Was glaubt ihr, war sein Herz schwer oder war sein Herz leicht? Das Herz war leichter. Und im Tempel damals, das war eine Feier. Man stellt sich das immer so vor, so nur rein religiös, du bist ein Feuer und dann sind die Leute wieder nach Hause gegangen. Nein, da war Anbetung, da war Gottesdienst, da war Musik, da war Feier, da war Seelsorge, da war Wegweisung, da konnte man sich eine Botschaft anhören. Es war wie wenn du zu einer christlichen Konferenz gehst, wo du irgendwie so alles bekommst und Gott tankt dich wieder auf, damit du nach Hause gehst und gestärkt im Alltag überleben kannst auch. So, es war eine richtige Begegnung mit allen Facetten. Und jetzt überleg mal, du hast all diese Facetten, so wie wir. Gottesdienst, Hauskreis, persönliche Zeit, Spaziergang, Gemeinschaft, Musik, Freude, Anbetung, all das. Und du erlebst das mit einem leichten Herzen. Ist die Freude dann nicht noch viel größer, als wenn das Herz so schwer ist, weil das Gewissen immer wieder sagt, du musst noch was klären? Es ist wie wenn du einen langen Lauf machen willst und du sagst, nee, ich halte an dem schweren Rucksack mit den Steinen fest. Nein, schmeiß den Rucksack in die Ecke und dann wird der Lauf sich ganz anders anfühlen. Du wirst denken, du bist ein neuer Mensch. Und ich gebe noch ein Beispiel. Ich bin ja hier seit einigen Jahren und unter anderem habe ich 15 Jahre Jugendarbeit miterlebt. Und in der Jugendarbeit gab es eine Phase, und ich verrate euch nicht, in welcher Phase das war, damit ihr nicht wisst, wen ich meine. Es gab eine Phase, da habe ich so Musik gehört, aber kein Lobpreis. Ich habe Töne gehört, aber keine Melodie. Ich habe Krach gehört, aber es war nicht das, wo du denkst, ich komme vor Gott und preise ihn. Es war einfach nur Krach. Und ich habe dann die betreffenden Leute gefragt, sag ich, sag mal, es stimmt irgendwas nicht. Ich sehe, ihr gebt euer Bestes, aber irgendwas fehlt. Was ist es denn? Und dann haben die gesagt, ja, da stimmt was nicht. Vor Gott leben wir gerade ein nicht ordentliches Leben. Da sind ungeklärte Sachen. Wo ich sage, stopp, wir brauchen keine Band. Wie jetzt? Aber wer soll das dann machen? Dann haben wir keinen Lobpreis. Sag ich, wir singen a cappella. Ohne Instrumente, ohne Liedgesang, nichts. Wir singen a cappella. Den nächsten Freitag war Lobpreis. Es war Stimmung. Es war gemerkt, der Raum war voll mit der Ehre Gottes, weil wir gesagt haben, wir suchen erst Gottes Ehre und wir hören auf, Opfer zu bringen, die ihm nicht gefallen. Und dann haben mir die Betreffenden gesagt, das ist ja krass. Wir dachten, es wird gar nicht funktionieren. Ich sage, doch, es funktioniert immer besser, wenn man Gott an erste Stelle packt. Und das hat mir eine Lektion erteilt, wie ich in Zukunft auch handeln möchte. Und vielleicht passiert es sogar mal, dass ich eigentlich dran wäre, Sonntag zu predigen, aber nicht predige. Dann frage ich Mario oder Alessia oder wen auch immer und sage, könnt ihr bitte die Predigt halten? Ich fühle mich nicht, so vor Gott zu kommen. Dann nehmt es mir nicht übel. Dann ist es nur ein Zeichen der Ehrlichkeit vor meinem Herrn, weil ich mich nicht versündigen möchte an der ganzen Gemeinde auch. Vielleicht merkst du gerade, dass Gottes Geist zu dir spricht. Und du sagst, wenn ich hier rausgehe, muss ich einen Anruf machen, aber ganz schnell. Ich muss eine Nachricht schreiben. Ich muss jemanden besuchen gehen. Eine Person darf ja.
ich muss einen Brief schreiben. Ich muss ins Gebet gehen. Ich muss was klären, vor Gott auch. Dann tu das. Lass dich nicht abhalten. Zwischen dem ersten und zweiten Gottesdienst kam mein Bruder und hat mit mir was geklärt. Danke Gott, das war schon wert, diese Predigt zu halten. Tut das, was der Geist euch zeigt zu tun. Es ist für euch. Es wird euer Geschenk an euch selbst sein und ihr werdet Gott die meiste Ehre bringen dadurch. Also es ist nicht nur ein Gehorsamsschritt, sondern es ist auch etwas ganz Mutiges, was dir auch Mut schenken wird für die nächsten Male. Und wisst ihr, worüber ich mich sehr freuen würde? Wenn du dann vielleicht beim nächsten Zeugnisgottesdienst dich hier vorne hinstellst und sagst, wisst ihr noch, 28. Februar 2021, da habe ich was gehört. Ich bin sofort nach Hause, ich habe sofort was geklärt, ich habe sofort meine Praxis umgestellt. Und es hat so viel Befreiung gegeben. Bitte komm und erzähl uns das und mach uns Mut. Wir wollen ja zusammen wachsen und uns freuen vor Gott. Eine letzte Passage, die kurz ist, aber Schluss macht mit uns dann. Die Musiker können sich schon mal vorbereiten. Matthäus 5, die Verse 7 bis 9. Lass sie zu deinem Herzen sprechen. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein sind, denn sie werden Gott sehen. Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften. Gott wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen. Gott segne uns. Amen.